Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Pulitz und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein Prop tunen kann. Dazu nehmen wir irgendein ganz normales Prop her. Ich werde jetzt ein Auto nehmen und das mit anderen kleinen Gegenständen tunen, so dass ihr wirklich ein einzigartiges und individuellen Gegenstand oder was auch immer Dekorationselement erhaltet. Bevor es aber losgeht, Leute, wie immer Daumen nach oben da lassen und ein Abo, freue ich mich riesig. Wir schauen direkt ins Video und los geht's. So Leute, da sind wir jetzt schon auf der Map. Ich werde mir da irgendeinen Van raussuchen. Den habe ich mir jetzt am besten genommen mit dem Stern drauf, den Superstar-Van. Alles andere wäre nicht passend für uns. Den platziere ich dann da irgendwo mal halbwegs gut, so wie ich es mir vorstellen könnte. Ich werde ihn noch ein bisschen kleiner transformieren, also zusammenstauchen. Und ja, dann werden wir das schauen. So schaut das eigentlich schon ganz gut aus. So hinten werde ich so einen Karren hinhängen. Kurz nebenbei, das ist meine Tutorial-Insel 3307 1104 9204. Da könnt ihr raufschauen und alles, was ich da jetzt so gebaut habe oder speziell jetzt in diesem Tutorial, kann man dort nachschauen. Auch ein paar ältere Tutorials. Und ja, dann könnt ihr euch das aus der Nähe anschauen. Da habe ich jetzt mal einen Reifen platziert und jetzt kommt so eine Felge drauf, die bewegt sich, soll eigentlich ein Ventilator sein, aber ich finde den Effekt eigentlich ganz cool und alles, was dem Ganzen so ein bisschen Dynamik verleiht, kann auf jeden Fall nicht schaden. Das Ganze markieren wir zuerst Reifen und Felge, kopieren uns das einmal nach hinten über die Originalreifenposition vom Van, damit das Ganze nicht so langweilig ausschaut und so auf die andere Seite auch noch. Zack, einmal daher, das macht natürlich viermal über alle Reifen. Dann haben wir da noch so ein Rohr, das wird unsere Auspuffanlage, mache ich ein bisschen kleiner, transformiere ich, so dass es horizontal liegt, machen wir am besten gleich zwei draus. Doppelauspuffanlage, warum nicht, gönnen wir uns das einfach mal. So, aus der Halloween-Galerie nehme ich jetzt da diese Rauchmaschine, ein bisschen drehen, so dass aus dem Auspuff ordentlich Dampf rauskommt. Das wird Greta zwar nicht freuen, aber mein Gott, ist ja nur ein Videospiel. So, die müssen noch ein bisschen reinschieben, das Ganze, damit es besser ausschaut. So, jetzt schaut es direkt so aus, als würde der Rauch aus dem Auspuff kommen. Dann nehmen wir für vorne, für die Scheinwerfer noch so eine ganze Lichtleiste. Ein bisschen drehen, transformieren. Zack, so, da kann man sogar noch hingehen und das anpassen, das Licht. Da werde ich orangenrot auswählen. Lichtstärke nehmen wir gleich groß, wenn wir schon haben. So, bei den anpassbaren Licht gibt es auch noch diese vier Dinger, die kommen oben drauf, damit ich es rausbringe. Bisschen drehen, natürlich viel zu groß verkleinern, zack, fertig. Das kann man auch noch anpassen, werde ich auch noch dann gleich an Rot anpassen. Wie man sieht, bin ich da sehr genau, was ein bisschen verhüpft, was die Positionierung angeht. Da gebe ich mir echt Mühe, dass das alles halbwegs zentriert ist. Farbe kann man da auch noch einstellen, zack. Hinten kommt natürlich noch, auch auf die Sicherheit wird geachtet, kommt ein Feuerlöscher drauf. Das muss schon sein, weil wenn was passiert, muss die Versicherung natürlich zahlen und die darf sich dann nicht rausreden. Vorne kommen nochmal zwei runde Scheinwerfer dran, trotz alledem, umso mehr Licht, umso besser. Das wird ein richtiges Lichtmonster da jetzt, unser Van. Ja, das kann man lassen, oben viel Licht braucht natürlich viel Strom, da macht man so diese, von dem Generator diese, was auch immer das ist drauf, schaut einfach cool aus. Da haben wir noch so ein bisschen einen kleinen anderen Lichteffekt, das blinkt nämlich dieses Teil, schaut auch ganz cool aus. Zack, auf der Seite Rohre dran, warum? Einfach weil wir es können. Schaut einfach cool aus. Funktion, kann man drüber reden. Der hat drinnen irgendwas zum Essen, ein Herd, Kühlschrank, was auch immer. Hinten kommen noch ein paar Deko-Elemente auf den Anhänger dann drauf. Was haben wir da noch alles? Schauen wir mal ein bisschen durch. Lassen wir uns inspirieren. So, aus der Galerie. Sicherheit geht auch hier vor. Deshalb machen wir uns so eine Security-Kamera. Am besten beim Eingang hin, ein bisschen kleiner. Wir wollen ja wissen, wer bei uns dann anklopft, wenn wir drinnen gerade chillen oder irgendwas. Oben kommt ein riesiges WC bzw. eine große Toilette drauf. Ich stelle mir jetzt vor, wir sind einfach irgendein Klempnerunternehmen, was auch immer. Von da drüben werde ich mal den Bär schnappen. Den brauche ich jetzt nicht extra aus der Galerie nehmen, den haben wir eh schon auf der Map. Zack, so. Ein bisschen transformieren wieder, drehen. So. Als nächstes machen wir da unser Logo, unser Schild dran, wie auch immer das ist oder wer auch immer da drin dann sitzt oder fährt, damit man erkennt. Hinten, was braucht ein Auto natürlich auch? Einen Handtuchhalter, wer kennt es nicht oder wer hat es nicht an seinem Auto oder hätte es dann gern auf seinem Auto. Wenn der Lambo draußen steht, Handtuchhalter hinten drauf, ganz klare Sache. Wenn ihr mich fragt, das Tuning-Teil Nummer 1, dann braucht man natürlich auch noch einen Hinweis draußen, wie man am besten irgendwie da sich die Hände wäscht. Das kann auch nicht schaden auf dem Auto. So, das muss ganz genau platziert werden. Zack,
Handwasch-Hinweis ist da. Dann kommt da auch noch so ein kleiner Überwachungsmonitor oder Kommunikationsmonitor auf die Seite vom Van bei der Tür. Sehr schön. Dann ein bisschen Deko auch an die Umgebung ran. Dann machen wir so dieses Stand-WC. Dann haben wir da hinten noch auch ein paar WCs drauf am besten. Umso mehr, umso besser, würde ich sagen. So, zwei Stück hin. Dann kommt noch ein bisschen Deko da drauf. Am besten eine Klobrille. Wo haben wir es? Da rechts auf der Seite. Und alles immer drehen und wenden und relativ wild und natürlich versuchen zu platzieren, damit das Ganze wirklich cool und natürlich ausschaut und nicht halt irgendwie hingepappt einfach. Wert auf Details, das wisst ihr mittlerweile eh schon. So, die Klobrille kommt da auch noch hin. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze zu platzieren. Wenn ihr zu schnell seid, gebt sie oben bei Fluggeschwindigkeit statt dreifach einfach zum Beispiel auf 0,5. Dann tut es euch leichter mit dem Platzieren der Gegenstände. Auf jeden Fall ganz heißer Tipp. Flaschen schaden auch nicht auf dem Anhänger. Natürlich trinken wir auch, wenn wir arbeiten. Dort eine hin, da eine hin, ein bisschen größer machen. So. Luftballone kommen da auch noch hinten drauf als Deko. Ja, damit die Fahrzeuge, die hinter uns fahren, keine Probleme haben, unseren Anhänger zu erkennen. Dann Klopapierrollen. Zack, da kommen auf jeden Fall einige hin. Da werde ich diese Kiste jetzt einfach damit füllen. Eine nach der anderen. Dann haben wir da draußen als Deko auch noch so eine Scheibtruhe. Oder Schubkarre oder wie auch immer man das nennt. Und da kommt dann auch noch, kommen auch noch ein paar Toilettenpapiere rein. Dann natürlich Rettungsring. Auch ein absolutes Must-Have an einem Auto. So, ja, auf jeden Fall schon sehr individuell das Ganze. Da kommt noch eine Schaufel drauf. Die werden wir auch brauchen, wenn wir irgendwo herumgraben bei unserem Job. Da kommt noch eine kleine Wackel-Kitty-Figur hin. Auch die unbedingt notwendig. Vorne haben wir noch mehr Licht drauf, habe ich vorher schon gesagt, Licht, 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 das schaut einfach cool aus und individualisiert die Karre nochmal extrem. So, ganz sauber platzieren. Da vorne werden wir noch so Kabel unterm Auto quasi hingeben. Das ist auf jeden Fall auch was dem Ganzen noch viel mehr Detailreichtum verleiht. Wie ihr seht, ist da eh schon relativ viel gemacht, so auf der Seite dann auch noch. Ja, für den Unterboden braucht man das auf jeden Fall auch, wenn ihr mich fragt. Da oben kommt noch eine Sporttasche hin, natürlich legt man die aufs Auto drauf, wo sonst. Dann haben wir da noch einen Rauchfang, falls wir drin, wie gesagt, was kochen. Der Dunst muss irgendwo raus oder der Rauch und das werden wir da oben rauslassen, ein bisschen dünner machen. Zack, was haben wir da noch? Eine Kühlerfigur brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wie gesagt, wenn wir da schon die Möglichkeit haben, das Ganze so nach unseren Träumen zu individualisieren, wie wir wollen, dann auf jeden Fall so mittig, ein bisschen schief. Dann auf jeden Fall auch eine Kühlerfigur. Beim Eingang braucht man noch so ein Licht drüber auf jeden Fall. Ja, dann da vorne machen wir aus dem Fernrohr noch einmal zwei Lichter dazu. Ja, Gruppeneinladung von Playboss 6000. Grüße gern raus, Bro. So. Reinschieben, da so. Na, haben wir also jetzt Symmetrie, ist ein bisschen schwierig, wenn man ohne Raster baut. Energy-Schriftzug kommt auch noch auf die Seite. Umso mehr, umso besser. Alles, was dem Fahrzeug halbwegs eine coole Optik gibt, kann man draufhauen. Ihr könnt noch Neonleisten drauf machen, was auch immer. So schaut das Ganze dann fertig aus, Leute. Ich finde, das ist ganz cool geworden. Fliegen wir da mal ein bisschen herum. Auf jeden Fall gibt das jeder Map noch so einen individuellen Touch. Kann man für Story Maps verwenden oder für was auch immer. Einfach, es geht um Dekoration. Das ist einfach so das Ganze. Das peppt eine Map auf jeden Fall auf und schaut wirklich cool aus. Anstatt normale, langweilige Fahrzeuge ist das wirklich ein Eyecatcher auf einer Map. Da zeige ich euch als nächstes dann noch kurz. Ich werde das suchen und einblenden. Ich habe einen Hub designed, Plumber Jims Hub habe ich den genannt. Da habe ich zum Beispiel auch einen Button drauf montiert. Man konnte dort einen Quest annehmen. Bei diesem Auto auf jeden Fall auch ganz cool für das. Vorne hatte ich da andere Lichter. Ihr könnt es da nehmen, was ihr wollt und jedes Prop quasi irgendwie individualisieren. So habe ich es damals gemacht bei dem. Wie ihr seht, habe ich jetzt noch eine Schippe draufgelegt. Sehr coole Sache. Den Plumber Jim Hub könnt ihr euch anschauen. Der Mapcode ist eh auf meinem Channel. Irgendwo gebt es einfach Plumber Jim ein oder schaut meine Videos durch. Da sieht man nochmal hinten, habe ich die Karre auch relativ voll beladen und ja. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ganz simpel, wie ihr ein Prop tunen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.